Kevin. Hä? Was? Was? Wer? Wer? Revi? Let's start again. Was bisher geschah. Junge, boah, habt ihr diese Explosion gerade gehört? Ich bin auf meinem Bett aufgestanden und ohne Witz, ich stehe Kerzen gerade. Das hat gerade richtig, richtig laut hier geknallt. Die ganze Stadt brennt und ist zerstört. Revi, hast du damit was zu tun oder was? Ach du Scheiße, Dena liegt hier. Eieiei, was ist mit dir denn passiert, Dena? Hör mal, ey. Izzy, vielleicht weißt du, was hier passiert ist. Irgendwer hat hier die ganze Stadt in die Luft gesprengt. Da scheint irgendwie ein Boss zu sein oder so. Oh, 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 oh. Dena, du hast selber die Stadt in die Luft gesprengt? Und wo kommen bitte die Leute her? Moin, ihr Zerberster und Zerbersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Nero Stories. Und ich befinde mich hier gerade an meinem Ort, wo ich, ja, zuletzt gewesen bin, denn ich habe gestern vom lieben Dena dafür, dass ich ihm geholfen habe, dieses schöne Grundstück erhalten von meinem Haus. Und ich denke, es warten eine Menge neue Aufträge auf mich. Ganz kurze Sache, für alle, die den Livestream gestern verpasst haben, kein Drama, Leute. Ich werde natürlich diesen Livestream noch cutten und hochladen, dass ihr natürlich nachträglich noch sehen könnt, was ich alles gemacht habe. Aber ihr werdet in dieser Folge auch noch mehr als genug dazu erfahren. Und ich ernte jetzt gerade schnell das Feld, damit wir hier erstmal ein paar Kartoffeln haben und ich wieder genug zu essen habe. Und dann werden wir uns auf den Weg machen, denn es gibt bestimmt eine Menge neue Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und, ja, bestimmt hat der ein oder andere Dorfbewohner auch noch die ein oder andere nette Info für mich. Ich stück jetzt erstmal ganz schnell hier mein Feld, damit das auch fertig ist. Warum ist meine Maus so schnell? Okay, jetzt geht's wieder. Manchmal ist meine Maus einfach irgendwie voll schnell gewesen, als wenn hier irgendwas los ist. So, das Feld haben wir jetzt auch fast dann schon bestückt. Dann hauen wir die restlichen Kartoffeln schnell noch in den Ofen. Und dann geht's auch schon direkt an die ersten Aufgaben, die wir suchen wollten. Ja. Zack, dann machen wir uns jetzt direkt nämlich mal auf den Weg. Oh, ja, da kommt auch noch ein schöner Geschwindigkeitsbuff. Dann geht das Ganze noch schneller. Und dann werden wir mal schauen, was hier abgeht. So, hier haben wir meine Öfen. Ich habe jetzt gestern mir hier dieses Lager erstmal genommen als kleines, ja, Lager für vorübergehend, bis ich mein Haus dort stehen habe auf dem Grundstück. Wie schon gesagt, das habe ich zugewiesen bekommen vom lieben König. Und ich würde sagen, wir gucken direkt mal in den Postkasten. Und da ist auch schon direkt der erste Brief. Schatzsuche von einem MarvMello99, okay? Sehr geehrter Herr Gamerstime, hiermit weise ich Sie darauf hin, dass wenn Sie Ihre Sachen wiederhaben wollen, einige Sachen für uns erledigen sollten. Eventuell haben Sie gemerkt, dass ihre Sachen abhanden gekommen sind. Das habe ich sogar wirklich. Und das finde ich jetzt mal ganz interessant. Falls sie diese zurückerlangen wollen, begeben sie sich zum großen Baum, nicht weit im Süden von der Stadt. Dort werden sie weitere Informationen erhalten. Okay. Im Süden der Stadt. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Westen. Ah, da. Ja, in die Richtung ist Süden. Okay. Da würde ich sagen, machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg in den Süden der Stadt. Da oben haben wir noch einen Markus sitzen. Oh, der war noch gar nicht da. Wer ist das denn? Hallo, kleiner Mann. Wer bist du denn? Gamerstein, ich bin auf der Suche nach Arbeit. Okay. Ja, ich habe momentan leider keine für dich. Tut mir wirklich leid. Ich bin selber momentan ein bisschen arbeitslos. Oh, der Kurier ist auch da. Der hält auch noch einen Brief in der Hand. Ich habe meinen Freund Fox getroffen. Er stellt mir die Schreibgeräte her. Ohne dich wäre das nicht möglich. Jetzt brauche ich nur noch ein Posthaus. Würdest du mir helfen? Na klar. Super, ich brauche noch 34 Eichenholz, 14 Gold und 13 Eisen. Oh, da haben wir auf jeden Fall jetzt auch nochmal eine Aufgabe. Das Posthaus müssen wir dem lieben netten Kerl herstellen. Ach, und hier ist Dena. Hi Dena, wie geht's dir denn wieder? Ich hoffe, dir gefällt dein neues Grundstück. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Es sieht nur ein bisschen holprig dort noch aus. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Mit ein bisschen Spucke ist die Sache auch erledigt. Und dann mache ich mich mal auf den Weg. Oh, das sieht auch nach dem Baum dort aus, auf jeden Fall. Das sieht sehr stark nach dem Baum aus. Und, oh, da haben wir auch noch jemanden. Johann Schmied. Oh, hier ist noch ein Schmied. Entschuldigen Sie. Können Sie mir helfen? Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll, weil ich neu in der Stadt bin. Ja, wie kann ich dir denn helfen? Ich danke Ihnen. Ich möchte mir meine eigene Schmiedewerkstatt aufbauen. Würden Sie mir helfen, Rohstoffe für eine besondere Schmiede für seltene Rüstung zu besorgen? Okay, das klingt schon mal sehr interessant. Ich glaube, da bin ich direkt mit dabei wieder. Gerne. Das freut mich. Könnten Sie mir 43 Sand, 43 Gravel und 43 Clay bringen, damit ich diese besondere Schmiede herstellen kann?
Auf jeden Fall. Ich danke dir. Komme vorbei, wenn du die Rohstoffe zusammen hast. Das finde ich auf jeden Fall schon mal eine sehr interessante Sache. Oh, und hier habe ich gestern schon dem lieben, ich habe Achilleus zu ihm gesagt. Ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird. Dem habe ich ja geholfen gestern mit seinem Sägewerk. Genau, der hat schon angefangen zu bauen, weil hier entsteht ein Sägewerk. Achilleus, wie sieht's bei dir aus? Gamers Time, danke dir, dauert es nicht mehr lange. Ja, cool, geil, freut mich auf jeden Fall. Und da hinten scheint auf jeden Fall auch der Baum zu sein, zu dem ich muss. Dann würde ich sagen, mache ich mich mal auf den Weg. Da soll nämlich irgendwas sein von diesem Schatzsuchebrief, den ich bekommen habe. Oh, oh Gott, der schießt sogar auf mich. Oh, 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 was ist das? Oh, okay, jetzt, oh, hier sind auf jeden Fall nicht freundliche Leute unterwegs. Eieieiei, den müssen wir aber jetzt direkt mal hier eine reinhauen. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich sollte mir auch eine bessere Rüstung holen. Ich habe ja noch eine bessere Rüstung in meinem Lager. Wie sieht die Situation denn hier aus? Oh, da ist noch einer von denen. Ich weiß nicht, wie viele da an diesem Baum sind. Das scheint aber vielleicht eine Falle gewesen zu sein. Hier sind auf jeden Fall einige Leute. Oh, da sind mehrere. Ich glaube, ich hole mir erstmal eine bessere Rüstung. So werde ich auf jeden Fall keine Chance gegen die Waldläufer haben. Das wird auf jeden Fall nichts werden. Ich muss mein stärkeres Schwert und die bessere Rüstung holen. Gestern ist ja auch leider mein Helm kaputt gegangen im Kampf. Gegen diese Geister auf dem Friedhof. Und ich denke, ohne einen Helm und so wird das auch nichts werden. Deswegen sollte ich auf jeden Fall ganz schnell mal schauen, dass ich mir hier was besorge. Gucken wir mal, in welche Kiste. Ja, hier hatte ich das. Ich glaube, da nehme ich auch direkt das stärkere Schwert. Damit werde ich besser zurechtkommen. Und ziehe mir mal eben eine etwas bessere Rüstung an. So. Und dann sollte das auch kein Problem mehr darstellen, gegen die Gegner jetzt zu bestehen. Und dann nehme ich mir nochmal ein bisschen was zu essen mit. Das kann ich nämlich auch gut gebrauchen. Und dann machen wir uns jetzt direkt auf den Weg dorthin. Äpfel habe ich auch noch genug. Ja, dann nehmen wir mal den ganzen Kram hier mit. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg dort hinten hin. Ah, da muss ich ein bisschen aufpassen mit diesen Waldläufern. Die scheinen auf jeden Fall nicht freundlich gesinnt zu sein. Sonst würden die nämlich nicht auf mich schießen. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen außenrum. Ich versuche mich jetzt mal taktisch ranzuschleichen. Hat der mich schon entdeckt? Ich glaube nicht. Jetzt hat er mich schon entdeckt. Schnell hier rum und zack. So. Da kriegt er auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Schaden. Oder hauen wir dem jetzt mal einen hier über die Rübe. So, Freundchen. Nicht mit mir. Oh, seine Leiche liegt hier noch rum. Alles klar. Ich glaube, die scheint auf jeden Fall... Der scheint auf jeden Fall gerade tot gewesen zu sein. Und jetzt hier... Oh Gott. Ah, okay, den hauen wir aber ordentlich hier einen auch noch rein. Dem seine Leiche liegt hier auch noch rum. Alles klar. Anscheinend bleiben die Leichen sogar liegen. So. Zack. Du kriegst auch nochmal jetzt hier... Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Oh Gott, wie viele hier kommen. Eieieiei. Da kommen aber einige jetzt zusammen hier. Oh, das wird, glaube ich, jetzt ein heftiger Fight. Oh, schnell einen Apfel essen. Schnell einen Apfel essen. Das wird sonst ein bisschen heftig. Oh Gott, sind hier viele von denen. Und die heilen sich auch die ganze Zeit. Oh. Sie haben gesagt, ich soll dir das hier geben. Oh, der hat mir was gegeben? Oh ja, ich habe eine Notiz bekommen. Ich muss aber aufpassen, hier sind noch andere Kumpanen von dem. Der eine hat eine Notiz gedroppt. Da müssen wir gleich mal schauen, was da drinnen steht. Oh Gott, die werden nicht von mir ablassen, ey. Hier muss ich echt mal jetzt ordentlich hier eins überziehen, damit die von mir ablassen. Oh, das hört gar nicht mehr auf. Das werden ja immer mehr. Oh, 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 oh. Ich hau mal ganz schnell ab. Oh, was war das für ein Geräusch? Schnell mal was essen. So, ich fliehe erstmal in die Richtung, damit ich in Ruhe die Notiz lesen kann. Puh, das wäre beinahe ins Auge gegangen, ey. Da hätte ich aber jetzt fast schon kassiert. So, was steht auf der Notiz? Minus 3392 und 4114. Oh, ich bin sogar fast in der Nähe. Minus 3000. Was war das? 200? Ne, 392, okay. Das heißt, ich muss auf jeden Fall weiter in diese Richtung hier. Da scheint es anscheinend einen Schatz oder so zu geben. Dann mache ich mich mal auf den Weg dahin. Und dann bin ich ja mal gespannt, was da auf mich wartet. So, ich scheine auf jeden Fall auf der richtigen Fährte zu sein. Mal gucken eben. Ja, und wie viel bei 4000? 4114. Oh, da bin ich ja schon fast da. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Aber ich frage mich, warum diese Waldläufer... Warum die diesen Brief hatten von demjenigen, der den Schatz angeblich versteckt hat. Weil... Warum sollte mich jemand in eine Falle locken? Hm. Das ist echt komisch. Alles ein bisschen... Ich weiß nicht, ey. Das klingt nicht so vertraulich alles hier. Okay. Ich bin gleich da. So, noch den Berg hier hoch. Und dann müsste ich es eigentlich schon sehen.
Ah, hier hinten ist aber eigentlich nichts. Aber ich muss noch ein bisschen weiter, war ja minus 3300. Okay, machen wir uns mal weiter auf den Weg. Ich denke mal, hier wird gleich bestimmt irgendwo was sein. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich dann eine Antwort bekommen werde auf die Fragen, die ich gerade habe. Oh, da hinten scheint was zu sein. Oh, da ist irgendwie ein Turm oder so. Oder nee, ein Tor. Das sieht aus wie ein Tor. Okay. Sollte vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger sein. Wer weiß, ob das vielleicht sogar ein Lager von denen ist. Es kann sogar sein, dass das ein Waldläuferlager ist. Vielleicht kriege ich hier ein paar Antworten auf die Sachen, die in diesem komischen Brief standen. Ich muss vorsichtig sein. Ja. Oh, da steht eine Statue. Scheint irgendwie ein König zu sein oder so. Vielleicht ist das ein anderes Volk. Ja. Ja, scheint aber niemand zu sein. Oh, da haben wir ein Lager. Okay. Hier ist aber niemand. Ich bin hier ganz alleine. Okay. Psst, Kevin. Hä? Was? Was? Wer? Wer? Revi?